Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Und wir machen heute weiter mit unserer kleinen Story. Ich gucke gerade, ob wir noch mal was haben. Hier unten ist was. Das ist natürlich nur nachts verfügbar, ne? So, probieren wir es mal. Fahren wir da, springen wir darüber. Und dann fahren wir dieses letzte, eines der letzten Rennen mit Dex, um das Fahrwerkskill zu bekommen. Naja, guck mal einfach mal. Wir haben noch eine anstehende Reise vor uns. Eine Strecke noch. Okay. Wenn du dich hier gut schlägst, schicke ich das Fahrwerkskit direkt zu Lucas. Nice. Okay, sehr gut. Jetzt nach rechts. Du kennst Lucas doch inzwischen ziemlich gut. Glaubst du, er ist gerne Mechaniker? Ja, würde ich schon sagen. Warum? Bevor er die Werkstatt übernommen hat, war Racing sein Leben. Aber dann hat er es einfach so komplett aufgegeben. Zu wenig Zeit, schätze ich. Sein Dad hat's hingekriegt. Roberto hatte die Werkstatt, zwei kleine Kinder und trotzdem noch Zeit, Rennen zu gewinnen. Roberto war ja auch Mr. Clean, Mr. Fantastic. Niemand kann ernsthaft erwarten, dass Lucas auch so ist. Roberto schon. Vielleicht war das das Problem. Und deshalb fahre ich auch nur zum Spaß. Man muss die Rennen auch genießen können. Amen. Rechts abbiegen. So, die Frage ist, wo will der hin mit uns, ne? Wow! Hier ist es. Okay, dann sind wir schon da. So, fahren wir das Rennen, gewinnen das, hol das Fahrwerkskit und dann gucken wir nochmal, was wir heute machen. Na dann, wenn du hier gewinnst, gehört das Fahrwerkskit dir. Okay, es ist auf jeden Fall ein Sprintrennen. Also nichts Rundkurs, sondern einfach auch Vollgas. Von A nach B. Dann schauen wir mal, ob wir es schaffen. Mann, du bist echt scharf!
den Preis, ha? Ich tue mein Bestes. Klar will ich das Fahrwerkskit. Die anderen werden es dir nicht leicht machen. Gib Gas! Schau mal. Das ist natürlich schon relativ groß jetzt. Ja, also warum brauchen wir nichts bringen? Wie gesagt, es ist ein Sprintrennen, weil wir jetzt schon gerade die Hälfte erst haben. Du gewinnst das besser. Du machst es. Ach, wo kannst du verdeckt sich mit, aber das ist auch nur 10. Moment. Hm? Sind wir bei rund 70%. Hol dir den Sieg, Kid. Na los, hol ihn dir. Ich bin dabei. Ich bin so weit zurück, dass ich dich nicht mal mehr sehe. Du hast bestimmt noch so 5 Kilometer Rückstand oder so. Ich sag mal, in der nächsten Folge machen wir wieder ein bisschen Nacht. Damit wir weiterkommen. Wir sind jetzt mit 37. Easy. So, die Strecke ist getestet und das Fahrwerkskit gehört dir. Danke schön. Als nächstes stehen ein paar hochklassige Rennen an, also behalt dein Telefon im Blick. Ich melde mich, wenn es soweit ist. So, ein neues Inventarobjekt. Ich guck gerade, was wir hier noch so haben. Hier ist nochmal so ein. Ich habe das mit dem Lambo, das Ding zu ownen. Total, Container.
Ja, komm, wir probieren mal noch mal den Jungen. Oh, das war mir fast klar. Ja, das war's. Das kann ich dann nochmal neu starten. Habe ich gepackt? Hä? Ach du, gib mir die doch mal ernsthaft. Ach ernsthaft, ich habe den Punkt, der hat mir den Punkt nicht gegeben. Der kann da durchfahren und ich nicht, oder was? Der macht Fehler und ich hänge sie direkt hinterher. Nee, ich muss jetzt mal ganz lange warten. Das ist nicht wahr, da bleibt ist ja das Scheiß. Das ist ja so ein scheiß Hubbel doch dazwischen. Ja, dann halt nochmal neu laden. Ich will dieses Rennen gewinnen. Das ist das Problem. Den Ehrgeiz habe ich. Gewonnen. Da.
Jetzt habe ich mal die Fehler, die er nicht gemacht, die er gemacht hat, die habe ich Gott sei Dank mal nicht gemacht. Ich frage, was hat denn der? Was hat der für ein Auto gehabt? Ich hätte gerade seine Karre gesehen, was er hatte. Okay. Gut. Sechs haben wir ja geschlagen. Ja, dann sind wir schon wieder durch am Ende der Folge. Nee, würde ich sagen. Das ist wieder Time Trial. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Weil diese zwei Time Trials ich gerne noch packen würde. Und. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge hier bei Need for Speed. Und dann kümmern wir uns zumindest mal um die zwei Time Trials, die hier noch offen stehen. Bis dahin und tschüss.